mit dem nächsten Teil, einem bewusstlosen Dr. Fred und der Herausforderung, ihn wieder zum Leben zu bekommen, zum Leben zu erwachen. Oh, was erzähle ich hier für einen Stuss? Gut, der gute Mann braucht Kaffee, und zwar nicht gerade wenig. Also, geben wir ihm dieses. Ja. Verdammt guter Kaffee. Ja, so geht's mir morgens auch immer, wenn ich aufstehe mit meiner ersten Tasse Kaffee. Nun gut, wir müssen eine Unterschrift von ihm haben. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Ja. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Wir sind hartnäckig. Können Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Gut, das erste hat nicht geklappt. Nimm mal das. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Prima. Wo soll ich unterschreiben? Ja, genau das, hier. Das ging einfach. Nun, viel Glück. Ja, das war einfach. Vielen lieben Dank. Den Brief schicken wir also umgehend ab mit unserer Pony Express Briefmarke. Bernhard förmiges Loch, auch nicht schlecht. Bin wieder ein wenig. Es hat keinen Zweck. Wir haben den Einsendeschluss verpasst. Moment. Ach so, genau. Ich benutze das Chrono John. Genau. Ist ja schon ein paar Jährchen her. Zurück zu Hoagie. Wo steht er? Ach, da, okay. Dann schicken wir das mal ab mit unserem Pony Express. Na, öffnest du das Ding? Das ging schnell. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro, das ist ein Notfall. Ja, so haben wir jetzt also Geld bekommen. Das heißt, wir können teleshoppen gehen. Gut, das ist außer Betrieb, also nehmen wir das in Dr. Freds Büro. Ist ja auch passend. Nein, nicht Tisch. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben ja. Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327.
In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Ja, da ist unser Diamant schön verpackt in einem handlichen Karton. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ah, ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. Ja, das sind sie. Ja, also, den Chrono John haben wir in der Gegenwart repariert. Und dann. Mit Hoagie sind wir auch soweit durch, wie ich das sehe. Genau, jetzt geht's zu Laverne. In die Zukunft. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Ja, also, hier sitzen die Edisons. Alter Mann. Kartenspielender Typ. Kartenspielende Frau. Da sind sie alle beisammen. In der Zukunft sieht so aus, dass die Tentakel die Oberhand haben und die Menschen besitzen, als Haustier sozusagen. Ja, und wenn man kein Tentakelhärchen hat, dann wird man halt eingesperrt. So, wir müssen uns erstmal hier Freiraum schaffen. Also... Mr. Tentacle Guy! Was? Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Genau, auf geht's. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Wo hört der? Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Na, bin ich nicht der Einzige, der dir Kauderwelsch labert. Gut, wir brauchen das Tentakelschema. Und dann können wir auch wieder zurück in unseren Arrest. Ja, den können wir noch eben abholen. Ja, da ist er fertig. Unser kleiner Pulli. Oh, süß. Ja, da ist er. Zwinger, genau, in den Zwinger. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. So, das war's in diesem Teil. Wir sind wieder im Zwinger angekommen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr gleich nach der nächsten Maus. NRW 18, adieu.